Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Franks. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Ja, es ist einiges an Zeit vergangen. Ihr seht es vielleicht erstens am Monat und zweitens auch am Kontostand. Es ist ein bisschen was passiert. Ich habe ein bisschen weiter gespielt. Nichtsdestotrotz haben wir heute, wir müssen Butter verladen. Das heißt, wir müssen die Produktionen beliefern. Und noch was, und zwar dieses Video ist gesponsert und unterstützt von Chipotle, genau, habt ihr richtig erraten. Denn wenn ihr noch Dedicated Server wollt, dann schaut mal unten in der Videobeschreibung, da ist ein Link. Aktuell 10% Rabatt noch über meinen Link. Da kommt ihr zu Dedicated Servern und könnt eben, habt einen Server, wo ihr 24/7 spielen könnt, wo ihr mehrere spielen könnt, eure eigene Performance eben nicht belastet. Fakt ist eins, wir wollen ja Kuchen herstellen, lecker Kuchen machen und uns fehlt noch Butter und Zucker. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe jetzt, sind ja schon ein paar Tage ins Land gegangen, seitdem ich jetzt hier auch das letzte Mal gespielt habe und deswegen müssen wir mal schauen, warte mal, die kriegt man noch ein bisschen zusammen, genau, deswegen müssen wir mal schauen, wo wir jetzt stehen geblieben sind. Fakt ist eins, wir sind im März und wir können ansehen, das ist schon mal gut und das wollen wir auch machen. Und wenn wir jetzt die Gabel noch ein bisschen besser positionieren, dann bekommen wir die Butter sogar aufgeladen, glaube ich. Dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren, sogar so längs rein, ja. Theoretisch mit dem Stapler hier sollte es sogar möglich sein, oder generell mit einem Gabelstapler sollte es sogar möglich sein, dass ihr vielleicht sogar zwei Paletten übereinander stellt und diese, na komm, und diese eben zusammen verladet. So. Es ist natürlich von der Seite hier, ist so eine Sache, aber ich finde es halt schöner, die von der Seite auf dem Anhänger drauf zu schmeißen. Finde ich ganz angenehm. So, wir haben jetzt 2 Tonnen. Das schafft der Junge Heinrich. Ist natürlich ein Elektrostapler. Also der ist schön leise. Da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Denn, meine Lieben, wir müssen natürlich auch, ne, das dürfen wir dann nicht vergessen, wir müssen natürlich auch dann irgendwann unsere Elektrofahrzeuge wieder aufladen. Müssen wir mal schauen, ob eventuell auch noch mehr dazukommen. Und der hier sollte mal dringend zum Service. Ja, wollte ich auch noch dazu sagen. So, und das nächste ist, was wir machen müssen, wir können Ölrettich untergrubbern. Das heißt, der Ölrettich kann einmal untergegrubbert werden und dann können wir theoretisch auch schon ansehen. Ich werde mal Folgendes machen und zwar, ich zeige euch erstmal, was ich noch Schönes gebaut habe. Ich habe nämlich auch den Hof ein bisschen umgebaut. Da hat sich tatsächlich auch was getan und deswegen parken wir den hier erstmal aus, weil das Fass brauchen wir so oder so. So, jetzt hier direkt mal die krassen Skills rausgeholt oder auch nicht. Ja, jetzt vielleicht einmal hier so rum. Wenn ich jetzt gerade fahre, sollte der doch die Deichsel. Ja, nicht ganz so sehr. Nicht ganz so, nicht ganz so. Okay, wieder andere Richtung. Jawohl, perfekt. Okay, auf geht's. Einmal zum Hof. Ja, wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich natürlich über ein Däumchen sehr freuen. Also das wäre sehr, sehr lieb von euch, wenn ihr am Ende des Videos eine Bewertung da lassen würdet. Wir müssen auch in unseren Kuhstall nochmal schauen. Da haben wir nämlich insgesamt schon über 100.000 Liter Gülle, die wir produziert haben. Und die will ich auf jeden Fall auf die Felder bringen. So, jetzt schnappen wir uns aber erstmal ein bisschen Wasser in unserem Tank hier oder von unserem Tank. So. Einmal Wasser und dann zeige ich euch mal, was es Schönes Neues gibt. Da hinten am Horizont erkennt man es vielleicht schon. Ich habe nämlich aufgerüstet. So, dann könnten wir uns aber, Moment mal, wir könnten uns eigentlich einen Trecker schnappen. Und zwar, welchen haben wir noch zur Auswahl? Der macht eigentlich einen ganz guten Eindruck hier. Wartungstechnisch auch nicht gerade viel besser. Genau, der hat ja dieses Feld hier vorbereitet. Da müssen wir auch noch ansehen. Da sind wir mit dem Flachgrubber drüber gegangen und haben jetzt 100% gedüngt. Genau, und könnten jetzt mit der Direktsaat rein. Oder was heißt mit der Direktsaat? Mit der Drille eben, ne? So, perfekt. Dann, ich überlege gerade, haben wir eine Werkstatt? Nee, lasst uns mal fix beim Händler vorbeischauen, weil das Feld sowieso beim Händler ist. Und wir dann nämlich einmal direkt eine Wartung durchführen können. So, den möchte ich gerne.
einmal kurz hier haben. So. Auf geht's. Der fährt los. Perfekt. Was macht er hier eigentlich? Warten und stehen. Gut, dann würde ich aber sagen, ja, schauen wir uns mal an, was ich Neues gebaut habe hier. Es sind nämlich einige Gewächshäuser dazu gekommen und die müssen wir einmal befüllen und bestücken und einstellen, vor allem, was wir eben gerne produzieren möchten. Ich würde vorschlagen, dass wir auch in den Direktverkauf gehen mit der ganzen Sache. Der musste übrigens, na gut, der muss noch nicht gewartet werden, aber dass wir mit der ganzen Sache eben in den Direktverkauf gehen. So. Okay, ich habe ja auch kleine Tore verbaut, das heißt, oh Moment, ich habe da, genau. So, wir fahren einmal hier lang, ihr seht, schöner kleiner Weg, habe ein paar Bäumchen platziert, bisschen dies und das, ein paar Sträucher, dass das Ganze auch idyllisch aussieht. Und dann würde ich sagen, fahren wir einmal hier rein. So. Ja, das mit den Toren, das ist immer so eine Sache, aber... Sieht ganz gut aus, sollte klappen. Ich finde es halt echt schön mit den Toren, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man so ein bisschen den Zaun drumherum ziehen kann und wenn man ja das Ganze einfach ein bisschen schön gestalten kann, finde ich, ist immer eine tolle Sache. Jetzt müssen wir nochmal schauen, wie viel geht denn in so ein Gewächshaus rein? Ich glaube 5000 Liter, ne? Wenn natürlich insgesamt 5000 Liter reingehen, dann... Moment. Wie viele Gewächshäuser hatten der jetzt aufgefüllt? Das war da nicht nur eins. 8000 Liter Wasser hat er jetzt da drin? Und ist noch nicht voll. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, ich würde sagen, wir produzieren einmal Salat. Und gehen mit dem Salat in den Direktverkauf. Wir aktivieren die jetzt erstmal alle. Gehen überall in den Direktverkauf. Ich würde sagen, wir machen 3 Stück Salat. Dann 3 Stück Tomaten. So. Die auch noch. 3 Stück Tomaten. Und dann müssten wir noch 4 Stück wahrscheinlich übrig haben. Erdbeeren. Direktverkauf. Ne, 2 Stück haben wir noch übrig. Erdbeeren. Direktverkauf. Und aktivieren. So, Erdbeer, Erdbeer, Tomate, Tomate, Tomate. Salat, Salat. Und da müssen wir noch aktivieren. Salat. Okay, dann brauchen wir reichlich Wasser. Ja, ihr seht, das ist unsere kleine Gewächshausfarm. Die soll uns zukünftig ein bisschen Geld in die Taschen spielen. Und ich denke, das wird sie auch tun tatsächlich. Das hoffe ich zumindest. Weil wenn nicht... Hallo? Okay, das Tor geht nicht auf. Das ist natürlich auch interessant. Warum geht das Tor nicht auf? Muss ich wahrscheinlich nochmal neu platzieren. Aber das ist nicht so schlimm. Machen wir es erstmal weg. Und holen erstmal die nächste Fuhre Wasser. Wir haben ja Gott sei Dank nicht so weiten Weg. Und von daher passt das eigentlich mit dem Wassertransport. Ist fast halt nur 8000 Liter. Ist halt leider so. So, ansonsten, der Drescher steht ready. Der ist angekommen, das heißt, der kann einmal zur Wartung gehen. Ist immer wieder ein geiler Sound von diesem Drecker. Immer wieder ein geiler Sound. So. Perfekt. Einmal das. Jawohl. Valtra. Reparieren 6300. Also das ist schon eine Hausnummer. Lackieren wollen wir mal gar nicht drüber sprechen. 56. 47, so, da sind erstmal alle wieder fit. Ne? Also lackieren ist eh so eine Sache für sich. Also das kannst du, glaube ich, den Hase geben. Die Lackierung jetzt hätte 17.000 gekostet. Warte mal, wenn wir einmal hier bei der Tankstelle sind, können wir auch ganz kurz tanken. Wir haben zwar Sprit am Hof, aber sei es drum. 160 für Kraftstoff. Ja, hier sind die Spritpreise noch angenehm. Da kannst du den Drecker noch für eine kleine Mark voll tanken, obwohl ja 160 jetzt auch keine kleine Mark ist. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Wichtig ist noch, wir haben auch unser Grasfeld hinter der Wiese. Unsere Wiese hinter der Weide. Nämlich hinter dem Kuhstall. Wieder fertig. Und. Moment, wie ist jetzt hier der aktuelle Zustand?
Perfekt, wir können hier wohl schon ansehen. Ich glaube, wir können hier auch schon ansehen. Okay, wenn wir hier natürlich schon ansehen können. Ja, da haben wir ein Saatbett. Okay. Wir können ansehen. Raps, Sonnenblumen, Kartoffeln, Zuckerrüben, Zuckerrohr, Baumwolle und Trauben und Oliven. Was brauchen wir für unsere Tiere? Für unsere Tiere bräuchten wir, wenn wir jetzt Hafer ansehen. Mais wird nichts. Wenn wir jetzt Sonnenblumen wird auch nichts. Wir müssen eigentlich Hafer ansehen. Wir müssen Hafer ansehen, dann können wir Juli, August ernten und können im September nochmal Weizen oder Gerste ansehen. Das machen wir. So, dann brauchen wir aber hier erstmal eine Sämaschine. Gut, dann schicken wir den zurück zum Hof. Gewartet ist er. Und dann kann der sich die Sämaschine abholen. Oder beziehungsweise den Weg können wir auch schnell selber fahren. Ist ja gleich hier unten. Und dann würde ich vorschlagen, lass mal den hier, den Hafer ansehen. Mit dem Hafer können wir auf jeden Fall auch produktionstechnisch ein bisschen was bedienen. Das ist gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, beim Gebrauchtwagenhändler wollte ich nochmal schauen. Da habe ich nämlich gar nicht vorbeigeguckt. Es ist ja wieder ein neuer Tag. Und der Gebrauchtwagenhändler hat ja theoretisch auch ein paar neue Sachen auf Tasche. So, ich werde mal schauen. Ich werde das Ganze wahrscheinlich heute Abend im Livestream hier noch ein bisschen weiterspielen. Entweder Frankreich oder die Gigafarm. Mal schauen. Fakt ist eins, heute Abend im Livestream kommt auf jeden Fall auch noch, haben wir eigentlich einen Kärcher, kommt auf jeden Fall noch ETS 2 Speedrun, meine Lieben. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf einstellen. So. Okay. Mal, dass wir die gescheit hier reinbringen. Okay, habt ihr das gehört? Ich habe nämlich noch einen Mod drauf, der simuliert die Geräusche der Druckluftschläuche. Auch eine ganz nette Sache. Und wir haben noch Reichanhänger, die möchte ich unbedingt kaufen. Habt ihr das gehört? Geil, oder? Das heißt, wir werden mal schauen, den einen Anhänger da vorne, den werden wir wegtun und werden uns zwei Reichanhänger holen. Das ist so der aktuelle Plan. So, warte mal, wir können aber mal noch ein bisschen Saatgut auffüllen. So, einmal hier ran an die gute Station. Haben wir Saatgut drin? 20.000 Liter, dann sollte das doch eigentlich jetzt funktionieren. Ja, perfekt. Und was steht hier hinten noch? War das Kalk oder war das Dünger? Wenn das nämlich Dünger ist, dann wäre das ja perfekt. Dann können wir den auch gleich noch mitnehmen. Kalk, okay. Kein Problem. So, theoretisch könnten wir auch hier anfangen. Das machen wir auch. Kriegt er das hin? Das kriegt er nicht hin, oder? Ich muss mal schauen. Ich werde den jetzt einfach mal eine Bahn hier ziehen lassen, weil ich bin hier noch nicht ganz fertig mit Bauen. Hier wird noch ein bisschen was dazukommen. Hier wird auch nochmal ein Weg kommen, dass das alles etwas schöner aussieht und komfortabler auch ist. Und vor allen Dingen möchte ich hier ganz gerne auch noch eine Fahrzeughalle wahrscheinlich hinbauen. Aber wir nehmen jetzt auf jeden Fall die Feldfläche erstmal mit für den... Stopp! Für den... Hafer... Moment... Hafer wollen wir einziehen, genau. Und auf geht's. Sollte theoretisch problemlos funktionieren. Ich glaube, es funktioniert. Ich bin mir nicht sicher. Sollte aber. Ja, ich glaube, man sieht es ganz gut. Ja, man sieht es ganz gut. Sehr schön. So. Dann lassen wir das Stückchen hier erstmal den Helfer ganz kurz ansehen, da haben wir keinen Stress und können weiter die Paletten verladen, denn die müssen unbedingt zur Bäckerei. So, auf geht's. Viel Spaß dir und fette Beute. Kühe sind soweit versorgt.
Das passt. Mischration haben wir aktuell noch. Und hier können wir mal die Paletten weiterladen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Alter, der Reifen vorne. Da weißt du, da ist Gewicht. Junge, guck dir. Aber hallo. Ja, moin. Gewicht ist da. So, Palettenlademeister Manus. Na, das kann immer nur schief gehen. Obwohl man sagen muss, die Paletten sind hier wirklich, die verzeihen hier viel. Da kann man echt nichts sagen. Das passt. Also das passt wirklich. So, ist schon die nächste Palette wieder rausgeploppt. Das geht rasant. Wir haben auch ein bisschen was. Ich glaube, wir haben viel, viel mehr produziert, wie der Trigger überhaupt an Platz hat aktuell. Ja. Man muss natürlich unten rein. Sieht man es von innen gut? Von innen sieht man es eigentlich auch ganz gut. Nur hier hört es dann schon wieder auf. Ja, das ist ein ewiges Gefummel mit den Paletten. Das muss man mal ganz klar sagen. Ne? Wie hier Paletten selber alles machen willst, ist so eine Sache. Musst du wollen. Also da muss man ganz klar sagen. Wer die Zeit hat, wer die Geduld hat, ein geiles Feature. Aber ich finde auch gut, dass Chines einfach an der Stelle auch gesagt hat, passt auf Leute, wenn ihr keinen Bock habt auf Palettenladen und so weiter und so fort. Wir machen so, dass man eben einstellen kann, dass ihr das Ganze auch einfach direkt jetzt verteilen lassen könnt. Die Option gibt es ja auch noch. Das heißt, das würde direkt in die Produktion verteilt werden. In dem Fall halt in die Bäckerei oder da, wo Butter gebraucht wird. Oder dass man eben sagt, hey, verkauft das bitte direkt. Dann geht das einfach, ja, da kommt ja jemand vorbei, holt sich das ab und dann ist das raus aus dem Laden. So. Sollte eigentlich passen. Okay, dann machen wir hier lieber mal gleich den Spango drum. Spango Sounds, muss man sagen, auch wirklich toll. So, und weiter geht's. Ich werde noch ein bisschen Paletten verladen. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da und schreibt gerne rein, was wir so Schönes noch anstellen sollen, hier. Was ihr gerne sehen wollt, ob wir den Hof weiter ausbauen sollen, gestalten sollen. Und ja, würde ich mich sehr, sehr freuen über den Feedback. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dahin, tschüss und ciao, euer Manus.